Ja, dann nochmal herzlich willkommen hier zur Nachbesprechung nach diesem Native Event. Ja, wollte ich nochmal schnell mit aufnehmen, weil das sieht sehr, sehr schön hier aus. Mit dem anderen Regiment, dem 42nd. Ja, Ippo hat das Wort. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Wir haben immer einen falschen und. Bin wieder da. Hier das 32nd mit Kraft und Inf. Wo seid ihr denn? Wir sind am 32nd Server. 32nd. Falscher Helm, aber egal. Kann mir das jemand in den Chat schreiben, weil ich bin so ein bisschen unbegabt. 32nd. Du findest nur einen Server, wo 32nd dabei steht. Und das Passwort ist Paperclip. Alles klar. Hier, ja, wie gesagt. Oh, unser Emperor! Ergibt sich's hier. Hey! Was da los? Lass nicht schießen. Was haben wir denn hier? Adelon! Ach, das ist aber eine komische Rüstung. Second, also 32 wahrscheinlich. 32nd, ja genau. Random Admin. Sorry, ja, Leute! Herzlich willkommen zur heutigen Nachbesprechung Native Event, wie gesagt. Jo, wir haben die Schlacht von Bouvines. Bouvines, vielleicht spreche ich es auch falsch aus, man möge es mir verzeihen. Nachgestellt, organisiert wurde das Ganze von VG, heißt, oder ist die Abkürzung des Regiments. Bitte fragt mich jetzt nicht genau, wofür es steht. Vermutlich für etwas, was wir nicht kennen und auch noch weniger aussprechen können. Auf jeden Fall. Voll in die Esse. Ipo, ich glaube, du wirst ein Todesmord. Das ist Königsmord, das ist nicht nur Tod, das ist ein bisschen mehr. Ich kann ja nichts machen, wenn er aufhört. Lord. Voll durchs Gesicht gezogen. Lance, ja, ist ein cooler Typ. Glaube ich. Ja, die Schilde, wir stecken die auch erstmal weg, weil wir das auch können. Nach unten wollen, für die, die es nicht. Ein Klaus Apfel mit einem Schild in der Hand. Ja, danke schön. Ja, wie gesagt, Native Event, Schlacht von Bouvines. Die gewonnen historisch von den Franzmännern. Heute mal nicht. Außer die letzte Runde, aber die hat nicht mehr wirklich gezählt. Weil der König schon. Wir denke ich, wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir haben das Zentrum hergestellt. Das war eine etwas andere Erfahrung. Es war auf jeden Fall das letzte Event, das von diesem VG, von diesem Herrn organisiert wurde. Der wird keines mehr organisieren, hat er gemeint. Scheinbar hat er das schon öfter gemacht. Es war auch, es kam auch sehr gut organisiert rüber soweit. Er wusste, was er da will, ja? Dass er in Unterzahl kämpft und so weiter und so fort. Also er wollte das schon richtig historisch nachstellen. Natürlich der Ausgang, den kann er nicht nachstellen. Und gar nicht mit so einem Balance. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, so viel kann ich schon mal sagen. Ihr habt euch sehr gut angestellt, ich hoffe auch die Kamera, die hatte ihren Spaß, dazu wird Adelon dann gleich noch was sagen. Es war die Kommunikation insgesamt sehr gut mit dem Emperor Otto hier vor mir, der ja mit einer Leibgarde herumgeritten ist, mit den anderen, die Zusammenarbeit auf der rechten Flanke, eben diese Linie, die wir hier vorne stehen, oder diese Infanterie, die wir sehen, daneben die Kavallerie eben, die dahinter steht, unsere Kavallerie auf der linken Flanke und auf der linken Flanke als Inf eben das KGL mit ein paar Leuten von uns. Zusammenarbeit hat super geklappt, wir haben uns auch mit Whisper sehr gut verständigen können, wir waren auf drei oder sind immer noch auf drei Servern zugleich aktiv. Von daher sehr gute Organisation, sehr gute Vorbereitung, hat Spaß gemacht, gehabt. Und damit gebe ich erstmal ab an Adelon, mal zu sehen, was er zu sagen hat. Ja, mir hat das Event sehr viel Spaß gemacht. Es ist echt eine schöne Abwechslung, mal bei Native wieder mitzumachen. Die Mannzahl ist zwar sehr bescheiden,
heute für ihren Sonntag, aber ich bin mir sicher, dass es auch den wenigen Leuten sehr viel Spaß gemacht hat, an so einer historischen Schlacht mal teilzunehmen. Das war's von mir. Ich habe einen Link reingepostet, ich kann ihn nochmal posten für die Leute. Das ist vermutlich eine von vielen ja, Dokus, die diese Schlacht betrifft, behandelt. Ja, da kann man nachsehen, darüber einige Details auch erkennen. Ich weiß nicht, wer Best Battles schaut, ich hier auch sehr gerne. Und ja, ist sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Wie auch sei, wir haben nächste Woche am Sonntag und dieses Mal aber wirklich vor, dieses Video-Event durchzuziehen. Jetzt wird's dann Zeit. Jetzt wird es wirklich Zeit, sonst brauchen wir es nicht mehr. Zahlt sich nicht mehr aus. Wir werden das nächsten Sonntag machen, ja? Daher bitte ich alle, aber wirklich alle, schon um 19 Uhr parat zu stehen. Für, nein, eigentlich, ja, sagen wir 18:30, wenn es irgendwie möglich ist. Wir würden schon mal beginnen mit ein paar Aufnahmen, aber spätestens 19 Uhr wäre gut, wenn dann wirklich quasi alle da sind, damit wir auch wirklich schöne Dinge machen können, damit das ganz gut aussieht. Wir werden dieses Video, zumindest wenn man es verwenden kann, wovon ich ausgehe, für die Homepage verwenden, als Video, als Trailer. Wir können es für unseren YouTube-Kanal verwenden und natürlich auch so zum Herzeigen und zum Präsentieren unseres Regiments. Vielleicht werben wir dadurch auch noch ein paar Rekruten an. Das würde ja grundsätzlich, denke ich, niemandem schaden. Des Weiteren haben wir natürlich unseren neuen Mod, den sich jeder dann runterladen kann. Sind einige Veränderungen da. Und ja, ich bin schon gespannt, wie die Meinungen dazu sind. Nächsten Sonntag, 19 Uhr. Nicht vergessen, nehmt euch Zeit, tragt es gleich ein. Und wir kommen zu den Meldungen aus der Mannschaft. Wer was sagen Darf ich möchte, nichts dass wir sagen, Herr jetzt Oberst? oben blocken. Herr Oberst, die Infanterie, also die Bataillonschef, dürfen die nichts sagen? Einer blockt oben. Das ist ja schade. Will wohl niemand was sagen. Ja, Mike. Ja, ich wollte noch was dazu sagen heute zur Infanterie, zum Ike-Match. Hatten wir ja heute gehabt. Ja, wir haben 9-1 gewonnen. Gegen das erste WG. 9-1 gewonnen. Ja. Sehr gut. Und ich wollte mich nochmal damit offiziell, wenn das ganze Regiment da ist, nochmal bedanken bei der Kavallerie an eins, die Leute, die da waren und von den Jägern und von der Artillerie, die dabei waren. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Sehr gut gemacht. Weiter so. 9-1, ein sehr eindeutiger Sieg, würde ich sagen. Gibt es noch jemanden, der das sagen möchte? Hier, Richard von Rabenholz, ist wohl Anhole, ne? Ja, genau. Erstens, es war mir halt eine Ehre, darunter zu dienen. Und zweitens, auch wenn es halt nicht komplett, sage ich jetzt mal, historisch korrekt war, ich meine, weil sonst würden wir hier alle mit unterschiedlichen Bannern stehen, war es ansonsten ganz nett. Und ja, ich hoffe, wir machen sowas auch mal ein bisschen öfters. Und denk an das Event, was Bubi und ich geplant haben, ne? Ja, da kommt ja auch noch mehr, wenn du was dazu sagen möchtest, schon vorab, dann mach's dich gleich. Kann ich gerne machen. Ansonsten, was noch? Weiß gar nicht, ist Bubi auch noch hier? Wir können ansonsten auch noch mit was dazu sagen. Ja, kein Problem, kurz drüber fliegen, was geht Ja, es? dann. Es geht darum, dass Bubi und ich uns gedacht haben, dass wir uns mal die Varusschlacht vornehmen. Weil sie ist ja auch relativ wichtig gewesen und ja, wir wollen die halt ganz gerne darstellen über die Mod Bello Civili, damit ihr schon mal Bescheid wisst, welche Mod das ist. Und haben auch schon einen Plan dafür und auch Ausbildung und ja, Struktur steht schon, Regeln stehen schon. Muss nur noch mit der Map klappen. Ja, wunderbar. Bello Civili, wer schon vorbereitet sein will, holt sich den Mod. Gut, damit sind wir durch. Ich glaube, es möchte niemand mehr Nee, ich etwas. wollte noch. Ja? Es war mir eine große Ehre, unter Adiron zu kämpfen. Das macht jedes Mal Spaß. Aber was ich so schön fand in dem Match ist, dass die Gegnerteams immer mit Lanze gekämpft haben, obwohl das eigentlich nur hieß, einmal mit Lanze kämpfen und dann zu Sekundärwaffe zu wechseln. Hieß es das? Jo, das wär's. Für den Feind hieß es, er darf die Lanze nicht öfter verwenden. Alles klar. Fragezeichen. Ja, fand ich jetzt nicht ganz so cool, irgendwie, weil ich wurde Hieß jedes es Mal von das für Lanze den gewählt. Feind? Warst du im Gegnerteam oder was? Nee, ich war bei euch mit dem Team.
Ja. Aber das Gegnerteam hat jedes Mal die Lanze benutzt. Ja. Also zum zweiten Vielleicht Mal. Vielleicht dürften sie das. Nur einmal benutzen. Vielleicht dürften sie das. Ach so, okay. Wir hatten unsere Regeln und ich erwarte mir, dass wir uns an die halten, egal was die anderen tun. Wir haben vielleicht andere Regeln. Wie gesagt, sie waren in Unterzahl und waren, vielleicht haben sie ein bisschen ein besseres Equip gehabt. Egal, wir kommen zum Ende. Ja, wir kommen zum Ende und Ja, da würde ich sagen, da verabschiede ich mich, liebe Zuschauer. Dankeschön, dass ihr noch bei der Nachbesprechung dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Die letzten Worte hat Ipo. Ciao, ciao. Was sind letzte Worte? Ich kann auch sagen, letzte Worte. Alle Mann fertig machen und das Schild zu ziehen. Nicht so schnell fertig machen. Oder parat halten. Hallo, nicht so schnell. Das geht zeitgleich. Was ist denn da los? Achtung und Schild. Den! Versaut. Ja, die haben ein falsches Banner da drinnen. Und jetzt werden wir noch auf Kommando einen Block reinhauen. Achtung, blockt! Und dann werden wir jetzt alle Escape drücken mit der Maus bereits auf Aufhören runter und danach Leertaste drücken auf Kommando und draufklicken, wenn wir in der Luft sind. Auf Kommando, 3. Wartet noch, der will was von mir. Los, check. 3, 2, 1 und Sprung!